Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind im Vorschau Nummer 2, einem vorgestellt von Panic Mode. Ja, wir sind hier bei zwei Möglichkeiten, einmal hier und einmal hier. Wir haben letztes Mal, glaube ich, schon fast entschieden, dass wir hier hingehen. Und das gucken wir uns dann jetzt gleich nach dem Intro an, ne? Dann würde ich sagen, schauen wir weiter. So, dann klicken wir nochmal drauf. Bistro Concerns und Corporate Kantinen. Ach, da sind zwei in einem sogar noch. Okay. Nehmen wir erst das erste, oder? Da kommt unser Feuerwehrwagen und fährt davor. So, jetzt müssen wir gucken, was wir da machen müssen. Fans and vans allow air or smoke to pass through walls. Ach, das hatten wir doch schon, ne? Ja, klar. Dann würde ich sagen, das machen wir nicht, oder doch? Nee, das haben wir definitiv schon gehabt. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück ins Hauptmenü. Hier gibt es ganz viele Einstellsachen, sehe ich gerade. Können wir mal gerade reingucken, damit ihr es seht, weil ich finde auch gerade die Musik ist mir ein bisschen laut. Also hier Fullscreen etc. kannst du Auflösung ändern. Paar mehr X-Ray, dann sieht man sie wahrscheinlich durch Dingens. Sag schon Wände und so, ne? Und wo sehe ich jetzt hier Grafikeinstellungen, Musik? Da ist die Musik. So, und die F, na doch. Machen wir nochmal weniger. Ist gar nicht so schlecht anzuhören, aber ich habe Angst, dass es einen Strike gibt, ne? So, das war das. Retreat to Headquarter. So, nochmal das Ganze. Und dann Corporate Canteen. So, sieht das anders aus, oder? Ist das richtig? Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob wir das nicht auch schon hatten. Egal. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir die Klingeln aufbauen. Waren wir da nicht auch schon? Wo sehen wir denn hier Feuerstellen jetzt gerade? Ah, da ist ein Ofen hier in der Mitte. Dann würde ich den mal da so hin positionieren, ne? Ein Feueralarm kommt daneben. Schwierig zu platzieren hier, ne? Da sind sogar zwei Öfen, sehe ich gerade. Geht da nicht. Wie geht das denn dahin? Nur da, so weit weg. Das ist nicht gut. So, hier in dem Raum ist aber nichts, oder? Hier sind Fluchtwege. Und hier sind die Speaker. Da gibt es aber nur einen, ne? Kann man die rotieren? Ah, ich kann die Karte rotieren auf jeden Fall. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber im Endeffekt, ne? Also hier ist ja nichts. Hier unten ist auch nichts, außer die Großbildschirme. Was sind das für Teile noch? Warte mal, jetzt wieder runter. Sind das auch irgendwelche Automaten? Sieht nach Eismaschinen aus oder sowas, ne? Steht hier oben Pop-Pop. Oder Popcorn ist das. Könnte auch sein. Ja, okay. Hier gibt es noch Ventilatoren, die da durchgehen. Ist auch klar. Ja, ich weiß nicht. Ich mach mal jetzt das Ding da hin, aber... Ich würde das da jetzt nur hinstellen und dann ist gut, oder? Und Run Protocol. Ah, die Wand geht da schon mal durch. Was passiert jetzt hier? Alarm ist ausgelöst. Es wird gelöscht. Die ist da noch nicht raus. Wieso geht der nicht raus? Hier ist doch auch Alarm gewesen, oder? Ach Mann, ey. Ja, das ist jetzt fangen sie an zu laufen, endlich. Wenn schon fast zu spät ist. Ja, da ist schon einer gestorben, auf jeden Fall, ne? Haben wir nicht geschafft, richtig. Retry. Wieso kriegen wir diese Alarmanlage jetzt nicht richtig hin?
Die sitzt ja da, ne? Schmeiß nochmal alle weg. Es gibt nur eine Alarmanlage. Ich mach's mal so. Und mach mal hier hin, weil der Herd auf der anderen Seite steht. Ich hoffe, dass das dann auch da funktioniert. So, und dann Run Protokoll. So, passiert was? Also, wir müssen erstmal die Sprudel anmachen, ne? Hm, aber die hier sind jetzt nicht richtig geholfen, ne? Aber der geht, die hauen jetzt ab, aber die da nicht, ne? Und die da, ja, schon wieder einer gestorben hier, ne? Hat wieder nicht geklappt. Wir müssen definitiv hier unten. Ja, die gehen da nicht raus. Ich weiß nicht, wie ich es besser mache. Ich weiß nicht, wie ich es besser mache. We try. Wenn ich das nur hier in der Mitte mache, ne? Warte mal, wieder All. Dann bringt mir das, glaube ich, nichts, oder? Oder hören die das dann in beiden Seelen? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht hier? Vielleicht hören sie es dann alle? Und hier machen wir mal das Wasser dahin, dahin und nochmal dahin. Den Alarm lösen wir hier aus wieder. Und da und dann Run Protokoll. Geht denn hier eine Klingel los? Nee, geht keiner hier. Wenn ich hier das mache, geht kein einziger raus. Ja, Endrill, ne? Das brauchen wir gar nicht weitermachen. Das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter, oder? Ich glaube, ist auch ziemlich egal hier. Machen wir so. Und so. Und dann nochmal Protokoll. Diese Alarmanlagen gehen auch gar nicht los, oder? Und klingeln die denn? Auf der Seite gar nicht, ne? Ah, da kann ich die Hitze sehen, okay. Hier sieht man nur Pammies. Okay. Jetzt sind die Alarmdinger losgegangen, aber das ist schon zu spät. Alle gestorben. Irgendwie funktioniert das gerade nicht so dolle, ne? Wie kann man das denn da besser anbringen? So geht ja nicht. So dämmt man das vielleicht ein, ja. Aber hier kann ich die alle rausschicken, ja. Aber hier fehlt mir einer. Was soll ich da tun? So, Speaker.
Jetzt hauen die auch ab. Aber die hauen nicht ab. Die merken es nicht, ne? Ja, vielleicht geht ihr jetzt mal raus. Nee, geht ihr nicht. Ihr werdet alle sterben. Hand Drill brauchen wir nicht weitermachen. Gut, was machen wir dann? Eine Idee ist es halt hier, Fluchtwege freizuhalten. Dann den Alarm. Kannst du nur hier auslösen. Und den kannst du hier irgendwo hinsetzen. So, Run-Protokoll. So, Speaker, kannst du schon sagen, es brennt, haut ab. So, und jetzt? Wann klingeln die? Das ist die Frage. Die gehen hier gar nicht an. Jetzt gehen sie erst an und das ist schon zu spät. Andrill. Also das Ding hier ist schon gut. Und die gehen irgendwie zu spät an. Das ist das größte Problem. Bin an der falschen Stelle. Probieren wir es so nochmal. So, Speaker geht los. So, jetzt passiert hier zwar was, aber hier ist schon das Feuer da in dem anderen Raum. Jetzt geht nichts mehr. Jetzt brennt schon alles hier in der Mitte und die Alarmanlage geht hier nicht los. Das ist das größte Problem. Jetzt, und das ist zu spät. Er hat schon den Hintern verbrannt hier. Er ist schon gestorben. Da geht's auch so. And drill. We try. Auf ein neues. Dahin. Da geht's nicht. Da geht's nicht. Und hier geht's ja auch nicht, wo der Tisch ist, ne? Mal hier vor der Tür machen. Diese Löschdinger noch platzieren. Vielleicht können wir die Fluchtwege dann noch ein bisschen retten. Mal gucken. So, die lassen wir schon mal rauslaufen. Die Hitze ist da. So, jetzt ist der Alarm da an und der zweite Alarm da, der ist noch nicht an. Jetzt kannst du den mal zum Löschen auffordern. Und der Alarm geht hier nicht. Doch jetzt. Also wie es aussieht, haben wir es diesmal geschafft, oder? Sind alle gesund raus? Kann das sein?
Employee, you couldn't drink. Okay, congrats, you saved every penny. Na, dann sind wir ja froh zufrieden, ne? Das hat aber lange gedauert. So, dann gehen wir hier hin. Corporate Lounge hatten wir schon, oder? Aber ist jetzt egal, machen wir nochmal. So, auf geht's. Turbo Pop-Up Garden Sprinkler. Wo sind hier Öfen? Da oben. Das heißt, hier muss erstmal ein Alarm hin. Da muss ein Alarm hin. Und da muss ein Alarm hin. So, wer hat den schlechtesten Fluchtweg? Die haben einen guten Fluchtweg. Die auch. Eigentlich müsste der Speaker hier rein, ne? Oder da oben sind zwei Öfen. Vielleicht sogar besser hier. Schwierig. Machen wir es mal da. Was ist das für ein Ding? Dahin. Und da haben wir nur einen von, ne? Den stellen wir mal dahin und dann das Protokoll laufen lassen. Speaker. Wassermann, Sprudler. Also der da oben ist effektiv eigentlich. Aber das Wasser löschen tut er da auch nicht, ne? Ich glaube, wir haben alle gerettet auf jeden Fall. Only use smoke alarms and over soaker. Okay. Ne, dann haben wir was falsch gemacht. Warte, dann machen wir das nochmal so. 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 Und ach, mach den da rein und fertig und dann ran. Speaker. So, die laufen alle weg da. Der geht jetzt hier auch los, will ich hoffen. Also die sind alle gerettet. Die sind auch gerettet. Sollte nichts mehr passieren, oder? Das hat aber trotzdem noch nicht gereicht. Only use smoke. Also die beiden sind. Verstehe ich nicht. Ach, den darf ich noch benutzen. Alles klar. Gut, das bedeutet den und die. Und dann sollte es funktionieren, oder? War ein Protokoll. Jetzt muss es doch klappen. Ah, da ist schon jetzt das richtige Häkchen. So, hier ist alles green, 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 alles bleibt green. Ja, diesmal haben wir es geschafft, würde ich sagen, ne? Sehr schön, alle haben die Sicherheitszone erreicht. Wunderbar. Gut, das bedeutet nächstes Mal Executive Office. Nächstes Mal, oder komm, das machen wir gerade noch. Kann nicht so schwer sein, oder? Was sind das hier für Felder? Da müssen sie hin, oder was? Das sieht schon kompliziert aus, ne? Also hier sind Leute drinne, hier sind Leute drinne, aber hier ist schon ein Alarm drinne. Hier ist ein großer. Wo ist denn hier der Ausgang? Da unten. Hier ist nirgendwo ein Ausgang. Das bedeutet, die müssen als erstes raus geschickt werden, damit die von alleine nicht gehen. Und hier muss. Ja, das ist jetzt die Frage, von wo kommt da ein Feuer? Gute Frage, ne? Hier ist noch kein Feuer. Der hält uns das vielleicht ein bisschen länger zurück, dass es brennt. Hier ist der Brandherd. Ah, hier steht noch irgendwie so eine Kaffeemaschine.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich probiere es mal so, ne? Und dann los. Guck, die Kaffeemaschine war's. Speaker können wir schon anmachen. Die sollen schon mal abhauen. Da geht der Alarm da los. Was aber hier keinen interessiert. Super, oder? Okay, dann war es das schon sozusagen. Die gehen auch nicht raus, weil der Alarm noch nicht klingelt. Ja, das war nix. Das war ein Satz mit X. Okay, schwierig. Also dieser Alarm geht ja schon mal nicht los. Die kommen auch nicht mehr raus, wenn der Alarm hier erst angeht, oder? Ist aber auch alles fürchterlich schlecht zu platzieren, oder? Ich müsste den eigentlich da platzieren. Aber da steht irgendwas im Weg, deswegen geht's nicht. Aber die gehen sowieso nicht raus, wenn es da brennt. Die gehen erst raus, wenn es da brennt. Ich habe nur zwei. Die in der Küche sind es dann halt, ne? Ja, ich muss es so machen, anders geht's glaube ich nicht. An Protokoll und Speaker, die können schon mal gleich gehen. Bei denen passiert noch nicht mehr was, ne? So, den muss ich so lange halten, bis die Hütte hier brennt, dann der Alarm losgeht. Dann kann ich den Weg erst freischaufeln. Der geht's, dann hauen die ab. Könnte sein. Also jetzt wird's ernst dann, wenn ne, der Alarm anfängt, muss ich den anmachen. Aber wann geht der Alarm an? Jetzt. Knapp gerettet oder sehe ich das? Hat gerade so funktioniert, wa? Sehr schön. Okay, dann haben wir das in der Vorschau auch noch geschafft. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.